Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren. Mein Name ist Sarah Ganz und ich freue mich, Sie im Namen des Bridge-Teams der FFG bei unserem Webinar begrüßen zu dürfen. Die Programmleitungen Frau Magister Dr. Brigitte Robien und Frau Magister Theresia Maria Iran werden Ihnen in der kommenden Stunde die Details der Bridge-Ausschreibung näher bringen. Das Webinar wird anschließend online zur Verfügung stehen. Sie haben während des Vortrages die Möglichkeit, schriftlich Ihre Fragen zu stellen. Nun werde ich Ihnen kurz erklären, wie das funktioniert. Werfen Sie bitte einen Blick auf Ihre Zoom-Toolbar, welche sichtbar wird, sobald Sie den Mauszeiger über Ihre untere Bildschirmhälfte bewegen. Um festzustellen, ob Sie mich hören können, werde ich mit Ihnen einen kurzen Toncheck durchführen. Ich bitte Sie daher, in der Toolbar jetzt das Handsymbol zu drücken. Vielen Dank. Ich sehe, dass der Großteil von Ihnen das Handsymbol gefunden und gedrückt hat. Sie sind automatisch vom System stumm geschalten, um störende Hintergrundgeräusche zu vermeiden. Wenn Sie also Fragen stellen möchten, bitten wir Sie, dies schriftlich zu tun. Öffnen Sie hierfür Ihre F&A-Funktion in der Toolbar. Sollten wir Ihre Frage während des Webinars nicht beantworten können, werden wir dies am Ende des Vortrages nachholen oder Ihnen per Mail antworten. Falls Sie technische Fragen haben, teilen Sie uns das bitte über die Chat-Funktion links des Handzeichens mit. Dieses Webinar wird aufgezeichnet und nachher online zur Verfügung gestellt. Im ersten Teil dieses Webinars geht es um die Informationen zum Bridge-Programm. Anschließend wird es hier eine Frage- und Antwortrunde geben. Im zweiten Teil geht es um die Tipps zur Projekteinreichung. Hiernach wird es ebenfalls eine Frage- und Antwortrunde geben. Und nun übergebe ich das Wort an die erste Sprecherin, Frau Magister Dr. Brigitte Robien. So, ich hoffe, Sie können mich hören, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie auch herzlich begrüßen zu unserem Webinar. Ich werde den ersten Teil von unserem Programm absolvieren. Und zwar geht es darum, um grundsätzliche Programminformationen für Sie. So, also das Bridge-Programm ist an und für sich ein bekanntes Programm. Die meisten von Ihnen werden damit wahrscheinlich vertraut sein. Ich möchte es trotzdem noch einmal zusammenfassen. Das Ziel dieses Programms, das im Jahr 2005 etabliert wurde, ist es, Projekte, die an der Schnittstelle zwischen Grundlagenforschung und industrieller Entwicklung angesiedelt sind, zu fördern. Wir haben dieses Programm in der Vergangenheit mit jeweils 2 bis 3 Ausschreibungen pro Jahr durchgeführt und wir haben jährlich ein Förderbudget, das sich zwischen 15 und 20 Millionen Euro pro Jahr bewegt. Was ist das Ziel dieses Programms? Das Ziel der Projekte, die im Rahmen dieses Programms gefördert werden, ist es, Erkenntnisse der Grundlagenforschung, wie sie auf den wissenschaftlichen Instituten durchgeführt wird, in Richtung einer wirtschaftlichen Anwendung und Verwertung anzunähern. Und zwar soll das durch Kooperationen, durch effektive Zusammenarbeit zwischen wissenschaftlichen Instituten und wirtschaftlichen Betrieben erfolgen. In weiterer Folge soll dadurch eine Intensivierung der österreichischen Forschungsleistung bei den Firmen erfolgen, sodass dann eine wirtschaftliche Umsetzung erfolgen kann. Wichtiger Punkt ist auch, dass wir möchten, dass die Humanressourcen, die an den Universitäten zur Verfügung stehen, in Richtung der Betriebe transferiert werden können und damit eine erleichterte Einbindung von Dissertanten und Postdocs in universitäre und wirtschaftsnahe Forschungsprojekte erfolgen kann. So, wie schaut das jetzt aus? Also ich habe gesagt, zwischen 2005 und 2019 wurde das Programm bis jetzt bereits durchgeführt. Wir haben insgesamt 2400 Anträge bearbeitet im Rahmen dieses Programms und gefördert wurden über 900 Anträge mit insgesamt über 200 Millionen Euro. Das heißt, Sie haben eine Quote von etwa 38% zu erwarten. Die bewegt sich im Großen und Ganzen relativ stabil über die Jahre in diesem Bereich. Ich habe gehört, dass die Präsentation
hängt oder was? Wir versuchen das Ganze ein bisschen zu nochmal zu starten. Ich hoffe, das funktioniert jetzt. Also ich komme gleich zum nächsten Punkt. Welche Projekte können im Rahmen des Programms gefördert werden? Und zwar handelt es sich um die Förderung von Einzelprojekten. Das heißt, es dürfen Projekte, die ein einzelnes Thema behandeln, eingereicht werden. Es dürfen keine Projektkonglomerate eingereicht werden. Die Projekte müssen einen überwiegenden Anteil an Grundlagenforschung aufweisen. Das heißt, der Schwerpunkt muss auf Seiten der wissenschaftlichen Partner sein. Es muss aber auch eine realistische Verwertungsperspektive vorhanden sein. Das Konsortium, also es geht immer um Konsortialprojekte, das Konsortium muss mindestens einen wissenschaftlichen Partner und mindestens einen Verwertungspartner haben. So, Entschuldigung, ich muss mich kurz einschalten, weil wir haben Übertragungsmöglichkeiten. Wir brauchen ein paar Minuten und werden das jetzt schnell noch reparieren. Einen Moment bitte. So, ich bin wieder da. Ich hoffe, es funktioniert jetzt. Ich bitte um Entschuldigung, ich weiß nicht, was passiert ist. Wir versuchen das Ganze jetzt weiter und hoffen, dass diesmal funktioniert. Also wir waren stehen geblieben, welche Projekte förderbar sind. Wie gesagt, Einzelprojekte mit überwiegendem Grundlagenforschungscharakter in Konsortien zwischen mindestens einem wissenschaftlichen und einem wirtschaftlichen Partner durchgeführt werden. Wichtiger Punkt, es darf sich nicht um Auftragsforschung handeln. Die Projekte müssen so konzipiert sein, dass mindestens 80% der Kosten beim Forschungsinstitut bzw. beim wissenschaftlichen Partner anfallen. Maximal 20% der Kosten dürfen beim Unternehmen, der als Verwertungspartner im Projekt beteiligt ist, anfallen. Die Unternehmen müssen sich darüber hinaus finanziell oder durch Bereitstellung von Sach- und Arbeitsleistungen an diesem Vorhaben beteiligen. Die Projekte müssen derart angesiedelt sein, dass noch ein sehr wesentlicher Anteil an wissenschaftlicher Forschung erfolgt und die Verwertung, die mögliche Verwertung, erst langfristig möglich ist und nicht direkt im Anschluss an das Projekt. Also man muss rechnen, je nach Branche gibt es da Abstufungen, dass eine effektive wirtschaftliche Verwertung etwa zwischen 3 und 5 Jahren nach Projektabschluss erst möglich sein kann. In diesem Zeitraum muss dann weiterführende Forschung meist beim Unternehmenspartner stattfinden, bis es tatsächlich zu einem vermarktbaren Produkt kommen kann. Wie schauen jetzt die Förderquoten aus für diese Projekte? Die Förderhöhe für die Bridge-Projekte orientiert sich daran, welches Unternehmen an den Projekten beteiligt ist. Das unterliegen wir den Vorgaben des F&E-Gemeinschaftsrahmen der EU. Der gibt vor, dass wenn Großunternehmen an den Projekten beteiligt sind, in dem Konsortium, die Förderquote höchstens 60% sein darf. Wenn mittlere Unternehmen an dem Projekt beteiligt sind, ist die Förderquote maximal 70%. Und wenn nur kleine Unternehmen als Verwertungspartner in dem Konsortium drinnen sind, dann darf die Förderquote bis 80% ausmachen. Das bedeutet dann schlussendlich, da wir ja eine Vorgabe haben, dass mindestens 80% der Kosten beim wissenschaftlichen Partner anfallen, dass bei der Beteiligung von mittleren oder großen Unternehmen im Konsortium jedenfalls eine finanzielle Beteiligung zur Ausfinanzierung des wissenschaftlichen Partners notwendig ist. In der Praxis haben wir Ihnen da ein paar Modellrechnungen erstellt, die folgendermaßen ausschauen. Also beispielsweise, wir haben jetzt ein Konsortium, wo ein kleines Unternehmen an diesem Projekt beteiligt ist. Kleine Unternehmen dürfen maximal 50 Mitarbeiter haben und auch nicht im Eigentum von großen Unternehmen stehen. Wenn jetzt ein Konsortium zwischen einem kleinen Unternehmen und einem wissenschaftlichen Partner ein Projekt aufsetzt, das beispielsweise 100.000 Euro Gesamtkosten hat, davon 80.000 Euro beim Forschungsinstitut anfallen und beim Unternehmenspartner 20
1.000 Euro anfallen, die beispielsweise in Arbeitsleistung oder in Material eingebracht werden, dann kann die Förderung, wird sie auch üblicherweise 80% ausmachen, das sind in diesem Fall 80.000 Euro. Wenn jetzt tatsächlich 20% Inkleinleistung vom Unternehmen eingebracht werden, bedeutet das, dass keine weitere Barleistung zur Ausfinanzierung des wissenschaftlichen Partners notwendig ist. Das heißt, der Unternehmenspartner arbeitet an dem Projekt mit im Ausmaß von 20% und muss darüber hinaus nichts finanziell beitragen, erhält aber für seine eigenen Kosten auch keine Förderung. Im Gegenzug ist es üblich und normal, dass der Unternehmenspartner sich an etwaigen Projektergebnissen Verwertungsrechte aushandelt. Wenn wir jetzt ein mittleres Unternehmen haben, das sind Unternehmen, die höchstens 250 Mitarbeiter haben, sinkt die mögliche Förderquote, wie schon im Vorfeld gesagt, auf 70% bei einer entsprechenden Aufstellung mit Gesamtkosten von 100.000 Euro, wäre dann die Förderung höchstens 70.000 Euro. Und damit ergibt sich zwingend, da der wissenschaftliche Partner ja keine eigenen Kosten tragen darf und immer ausfinanziert sein muss, dass die Firma zur Ausfinanzierung des wissenschaftlichen Partners 10.000 Euro in Cash beitragen muss. Wenn wir jetzt das Ganze mit einem Großunternehmen durchexerzieren, dann schaut das entsprechend so aus, dass die Förderung auf 60% und 60.000 Euro absinkt und die Barleistung des Unternehmens entsprechend steigt, die wäre in diesem Fall 20.000 Euro, 20%. Auch hier erhält die Firma keine Förderung für die eigenen Kosten und kann sich gegebenenfalls Verwertungsrechte aufnehmen. So, das waren jetzt mal die Rahmenbedingungen. Ich entschuldige mich nochmal für die Störung vorher. Wenn Sie jetzt zu den Grundbedingungen des Bridge-Programms Fragen haben, würde ich das einmal in einem ersten Schritt beantworten. So, ja, also wir haben ein paar wenige Fragen bekommen. Eine Frage wäre, wenn vielleicht ist das für alle interessant, nämlich wie wird die Anzahl der Mitarbeiter bei der Unterscheidung, ob sie jetzt ein Klein-, Mittel- oder Großunternehmen haben bei ihren Konsortialpartnern, wie wird das unterschieden oder wie wird das nachgewiesen? Ich würde das schnell beantworten. Das ist, Sie müssen bei der Einreichung von allen Konsortialpartnern müssten Sie die Bilanzdaten der letzten zwei Geschäftsjahre, die Sie vollständig haben, einfügen, auch in unser E-Call-System, und dort führen Sie auch Ihre Mitarbeiteranzahl an, und wir schauen uns dann nach den allgemeinen Kriterien für die KMU-Einstufung, die gelten, schauen uns dann an, wie diese Unternehmen, die bei Ihnen dabei sind, auch einzuordnen sind. Sie selbst, wenn Sie sich im E-Call anlegen und wenn sich dann auch die Firmen dort eintragen, führen auch schon einmal an, welche Unternehmensgröße Sie haben. Und auf Basis dessen überprüfen wir das Ganze auch nochmal. Es gab dann auch noch Fragen zu den Gemeinkosten im Kostenplan. So eine Frage kommt auch immer wieder. Die werden auch automatisch, wenn Sie im E-Call Ihre Kosten eingeben, werden dann auch dort automatisch eigentlich aufgeschlagen. Also das macht das E-Call-System automatisch. Es ist dann nur bei den Drittkosten, dort können keine Gemeinkosten verrechnet werden. Ich schaue jetzt noch, ob es noch zu diesem ersten Teil spezifische Fragen gibt, weil einiges, was hier gefragt wird, kommt sowieso jetzt noch im zweiten Teil. Ich denke nicht. Die Frau Dr. Robien hat eine Frage entdeckt. Ich möchte vielleicht auf diese eine Frage gehen.
eingehen, ob bestehende Vorergebnisse aus Forschungsarbeit, Vorversuche ein Ausschlusskriterium sind. Nein, das ist es nicht. Im Gegenteil, es wird erwartet, dass es bereits in diesem, Themenbereich auf Seiten des wissenschaftlichen Partners Vorarbeiten gibt. Das ist ganz ein wichtiger Punkt. Die Expertise des wissenschaftlichen Partners in diesem Projektbereich, in dem Themenbereich, muss nachgewiesen werden und vorhanden sein. Also wenn jetzt der wissenschaftliche Partner zum ersten Mal in ein Themengebiet eintritt in dieser Kooperation, dann ist es nicht im Sinne des Programms. Und das Sinn des Programms ist, dass das Know-how, das schon beim wissenschaftlichen Partner sehr gut und fundiert vorhanden ist, in Richtung einer Verwertung überführt werden kann. Ich hoffe, dass das diese eine Frage da beantwortet. Ich hätte noch eine oder zwei Fragen zu den wirtschaftlichen Partnern. Es gibt auch die Frage nach ausländischen Partnern. Ich meine, das werden wir schon noch einmal kurz ansprechen. Prinzipiell ist es möglich, dass Sie auch ausländische Industrie, also Firmenpartner mit dem Konsortium haben, aber es muss ein Partner, auf jeden Fall ein Verwerter aus Österreich sein. Also wir werden das nachher noch, wie die Konsortien ausschauen können, noch besprechen, aber das vielleicht gleich mal vorweg. Und eine andere Frage, das kam zweimal, das ging so in Richtung Startup oder neuer Geschäftsbereich. Also wenn jetzt Firmen keine Erfahrung haben in dem, was jetzt im Bridge-Projekt bearbeitet wird, ist prinzipiell, schauen wir uns natürlich schon an, wie ist dann auch später die realistische Umsetzung durch das Unternehmen. Da wäre es natürlich wichtig, gerade bei Startups, dass sie da auch den Businessplan mitliefern, damit wir sehen, wie ist da die Planung, wie wird sich da das Unternehmen aufstellen und können wir auch einschätzen, wie wahrscheinlich ist es dann, dass sie auch die Erkenntnisse dann auch weiterentwickeln für den Markt. Und wenn sich ein Unternehmen jetzt in dieser Branche noch nicht betätigt hat, wäre es hier auch sehr wichtig, dass Sie uns da im Projekt genau darstellen, warum ist jetzt eine neue Branche und in welche Richtung will da das Unternehmen genau gehen. Also da brauchen wir auf jeden Fall noch zusätzliche Informationen. Sonst so von der Grundlage her, von der Programmausrichtung, es gab noch zur Ausschreibung, also wir schreiben regelmäßig aus, zweimal im Jahr, immer Frühjahr und Herbst, gibt es unsere Bridge-Ausschreibungen mit den Entscheidungen vor dem Sommer und vor Weihnachten. Und die Daten für die nächste Ausschreibung haben wir ganz am Ende der Präsentation. Da müssen wir sie noch etwas gedulden. So, dann würde ich gleich weitermachen. Einen Moment, da müssen wir natürlich schauen, dass wir das gleich wieder gut schaffen. Genau, das ist das, wo wir jetzt schon ein bisschen was vorweggenommen haben, aber wir werden jetzt im Detail hoffentlich noch einige Fragen, die Sie auch haben, noch beantworten. Gut, Tipps für die Projekteinreichung. Also wir können Ihnen einiges schon aus einer schon über 15-jährigen Erfahrung mit Bridge mitgeben. Also wir hatten ja, wie Sie anfänglich gesehen haben, schon sehr, sehr viele Ausschreibungen. Und da können wir Ihnen schon sagen, was ist so, auf was sollten Sie bei der Konstruktion Ihrer Einreichung, was sollten Sie da beachten? Also ganz vom Konsortium her, da gibt es immer auch sehr viele Fragen. Da sind die wesentlichen Punkte. Die Konsortialleitung sollte der wissenschaftliche Partner, der den Sitz in Österreich hat, haben. Es ist auch möglich, dass Sie einen wissenschaftlichen Partner aus dem Ausland im Konsortium haben, aber die Konsortialführung soll bitte der österreichische Partner machen. Von der Anzahl von der Partner im Projekt ist es für uns die Grundanzahl oder die Grundkonstruktion ist ein Wissenschaftler und ein Wirtschaftspartner. Das ist so quasi die klassische Brücke. Sie können natürlich mehr Partner einbinden, ergibt auch oft mehr Sinn, wenn Sie entlang der Wertschöpfungskette auch verschiedenste Partner, zum Beispiel im Verwertungsbereich, dann einbinden möchten. Wir haben es aber aufgrund der Erfahrung der letzten vergangenen Jahre doch jetzt eingeschränkt auf 4 Partner. Das ist auch etwas, was wir auch zu Ihren Gunsten quasi machen, weil je mehr Partner Sie haben, desto mehr Aufwand haben Sie bei der ganzen Koordinierung. Da hat man dann schon mehr Aufwand im Projektmanagement. Also so 4 Partner wäre eine sehr gute maximale Anzahl. Sie können wählen auch 3 wissenschaftliche Partner, nur ein Verwertungspartner oder ein wissenschaftlicher Partner, 3
und 3 Verwertungspartner, also solche Konstruktionen gibt es auch. Es gibt aber auch immer wieder die Frage oder das Anliegen, es gäbe jetzt noch einen Partner, der wäre noch ganz wichtig und dann hätten wir mehr als 4. In Ausnahmefällen geht das schon, aber das müssen Sie uns dann wirklich gut im Antrag begründen, warum gerade dieser Partner dabei sein muss und warum Sie dann mehr Partner als 4 brauchen. Also da gibt es eben verschiedenste Begründungen, oft eben diese Begründung entlang der Wertschöpfungskette, wenn dann wirklich das Know-how von diesem Partner notwendig ist, weil das die anderen nicht haben können. Aber wie gesagt, das muss man dann ausführen und wir müssen das quasi mit der Begutachtung uns anschauen, ob das stimmig ist. Zu den Verwertungspartnern gab es jetzt schon ein bisschen Fragen wegen noch Startup. Prinzipiell soll man ein im Projektbereich wirtschaftlich aktives Unternehmen sein. Dadurch hilft man natürlich auch dem Forschungspartner, also das ist auch der Sinn von Bridge, dass die Praxisdaten ja zur Wissenschaft kommen. Jetzt ist es natürlich auch für Startups möglich, im Bridge einzureichen, weil oft wird dort gerade ein Produkt oder ein Unternehmensgegenstand aufgebaut. Und da gibt es dann tatsächlich auch Daten aus der Praxis, mit denen dann der Wissenschaftler auch gut arbeiten kann. Also wir schließen das nicht aus, aber wichtig ist für uns hier der Businessplan, damit wir auch wirklich sehen, wie ist hier die Unternehmensentwicklung, was passiert alles. Was macht der Verwertungspartner, was hat er für eine Aufgabe? Jetzt beim Antrag vor allem ist, dass er darstellt, was sind seine Kosten, also maximal 20% der Gesamtkosten hat der Verwertungspartner und er verpflichtet sich, wenn es eine Restfinanzierung gibt, wenn eben der Wissenschaftler noch ausfinanziert werden muss, dass er sich, also müssen das wissen und das muss ihnen bewusst sein, dass sie dann eine Restfinanzierung auch haben. Das ist vielleicht etwas, was wir ihnen auch bitte dringend mitgeben, nicht, dass es dann obwohl es dann eine Förderzusage gibt, im Nachhinein noch Absagen gibt, weil dann diese Restfinanzierung nicht geleistet werden möchte. Also da würden wir Sie bitten, dass Sie das informieren, Ihre Partner, und auch um besprechen, dass das notwendig ist. Die richtige Brücke, also was stellen wir uns quasi vor vom Programm her, ist, dass der Brückenschlag, wie wir ihn nennen, von der Wissenschaft zur Wirtschaft geht. Das heißt, das haben wir deshalb, weil die Wissenschaft sehr intensiv forscht im Projekt und die Brücke dadurch in die Praxis aber auch bekommt, weil sie einen Verwertungspartner dabei haben und eben hier diese Praxisdaten haben. Und die Firmen, die teilnehmen, die können eben wirklich grundlagennahes Wissen dadurch erhalten, spezifisch für ihre Thematik. Und können mit diesem Wissen dann weiterarbeiten und das auch weiterentwickeln und dann also in einer langfristigen Sicht dann auch eine Verwertung erreichen. Was sind noch wichtige Punkte, wenn Sie das Projekt konzipieren, jetzt von den Kosten her? Oder was ist formal? Also es gibt bei uns ja auch Formalkriterien. Sie werden auch sehen, wenn Sie die Projekte anlegen im E-Call, lässt sie der E-Call quasi gar nicht weiter, wenn gewisse formale Voraussetzungen nicht erfüllt sind. Eine davon ist diese 80-20-Regelung. Mindestens 80% der Kosten bei den wissenschaftlichen Partnern, also auch wenn es mehrere sind, maximal 20 bei den Unternehmenspartnern. Der E-Call lässt sie nicht das Projekt einreichen, wenn sie diese Konstellation nicht angelegt haben. Das vom Verwertungsseite her haben wir schon gesagt, wirtschaftlich aktives Unternehmen und was vielleicht auch wichtig ist, was ich auch immer sage mit Praxisdaten und so weiter, es muss ein inhaltlicher Beitrag sein. Ja? Also es soll jetzt nicht nur sein, dass die Firma nur eine Maschine zur Verfügung stellt und die Wissenschaftler forschen mit dieser Maschine, das ist uns zu wenig. Wir wollen wirklich, dass es dort auch Personalkosten gibt, dass es auch ein inhaltlicher Beitrag ist von den Verwertungspartnern. Dass es da auch eine Form von Zusammenarbeit gibt, einen Austausch gibt und dass man auch so ein voneinander Lernen einfach erreichen kann. Wichtig ist, dass Sie einen Konsortialvertrag abschließen, das fordern wir auch vertraglich ein. Ist auch eine Vertragsauflage, bevor Sie auch die erste Förderrate bekommen, dass Sie den abgeschlossen haben. Vielleicht nur Information dazu, weil wir auch da immer Fragen bekommen. Der Vertrag muss vor Projektstart errichtet sein.
von Ihnen und von Ihren Partnern unterschrieben und alle Rechte und Pflichten müssen hier drin geregelt sein. Wir selbst als FFG verlangen diesen Vertrag aber nicht. Den müssen Sie uns auch nicht vorab als Entwurf mitschicken, sondern wir wollen einfach, dass Sie uns bestätigen, dass Sie den erstellt haben, dass auch die Publikationsrechte geregelt sind für die Wissenschaftler. Und dann können wir, wenn Sie das Projekt starten, auch die Raten freigeben. Dann noch ein Detail zu der Frage oder auch zum Thema ausländische Partner. Also prinzipiell können Sie auf beiden Seiten sein. Es können ausländische wissenschaftliche Universitäten zum Beispiel sein oder auch ausländische Firmen. Es gibt aber von den Kosten her hier da eine gewisse Grenze. Also wir erlauben insgesamt, ob es jetzt auf wissenschaftlicher oder auf wirtschaftlicher Seite ist, einen Anteil von 30% an den Kosten. Also mehr sollen hier nicht im Ausland liegen. Und was ich schon bei der Fragenbeantwortung kurz erwähnt habe, wichtig ist, dass bei den Verwertungspartnern, also auch wenn es mehrere sind, mindestens einer sollte ein österreichischer Verwertungspartner sein. Ein weiteres Thema, was sehr wichtig ist, bitte nicht vergessen bei den Wiedereinreichungen. Also wie Sie gehört haben, wir haben doch eine gewisse hohe Ablehnungsquote. Nicht bedingt, dass die Projekte so schlecht sind, sondern dass wir auch vom Budget her gewisse Grenzen haben. Aber es gibt immer Kritikpunkte, die wir Ihnen auch mitteilen in den Ablehnungen. Und wenn Sie dann wieder einreichen, ist es hier ganz wichtig, dass Sie im Zuge eines Sideletters genau auf diese Kritik eingehen und das noch einmal erläutern. Sonst ist es für uns nicht erfüllt, dass Sie einreichen können. Das ist wirklich eine formale Bedingung bei einer Wiedereinreichung. Und ganz wichtig ist, Sie können maximal zweimal ein Projekt wieder einreichen. Also insgesamt hat quasi ein Projekt dreimal die Chance, gefördert zu werden. Zum Thema noch, also thematisch sind wir komplett offen. Wir haben aus allen möglichen Richtungen Projekte. Und ein Thema, was sich jetzt auch in den vergangenen Ausschreibungen gezeigt hat, dass doch das Thema klinische Studie immer ein sehr aktuelles und immer auch aktuelleres wird. Und hier haben wir eine Änderung im Leitfaden gemacht. Für die, die das Programm schon länger kennen, ist das neu. Wir haben in der Vergangenheit keine klinischen Studien gefördert, weil das nicht der Fokus des Programmes ist und auch vom Budget her würde uns das ziemlich schnell sehr viel abschöpfen. Jetzt ist aber so, dass wir klinische Pilotstudien fördern können und diese nur, wenn sie maximal 30% der Gesamtkosten ausmachen. Und ganz auch wichtig, diese Studie darf jetzt nicht das Projekt ausmachen. Also es darf jetzt nicht der Schwerpunkt des Projektes sein. Es müssen substanzielle Arbeiten neben dieser Studie oder hauptsächlich stattfinden und die Studie daneben. Noch zu den formalen Bedingungen jetzt von der Form des Antrags. Achten Sie bitte drauf auf diese Dinge, weil es ist immer sehr, sehr tragisch, wenn eingereicht wird und dann gibt es hier einen formalen Fehler und dann kann das ganze Projekt bei uns nicht zur Entscheidung kommen. Da gibt es dann wirklich auch eine formale Ablehnung und Sie können eigentlich erst wieder in der nächsten Ausschreibung, also ein halbes Jahr später, einreichen. Deshalb bitte beachten Sie das. Wir haben diese Regelungen auch einführen müssen, weil es sonst nicht die Bearbeitung auch nicht zum Einhalten sind. Maximal sollen 23 Seiten ausgefüllt werden. Das sind die Punkte 1 bis 3. Die Punkte danach können Sie weiter ausführen und Beilagen sind auch möglich. Und es ist möglich, in Deutsch oder in Englisch einzureichen. Vollständigkeit ist zu beachten. Also wenn wirklich ein Punkt nicht bearbeitet ist, ist es für uns auch eine formale Ablehnung. Bitte beschreiben Sie die Arbeiten aller Partner. Also wenn ein Partner nicht beschrieben ist, was der im Projekt macht, ist das auch sehr schlecht. Also da ist die Wahrscheinlichkeit, dass gefördert wird, auch ziemlich gering. Und Sie sollen auch bitte die Kosten von den Partnern genau beschreiben und vor allem Kostenpositionen, die sich nicht erklären aus der Bezeichnung. Sie haben im E-Call immer die Möglichkeit, dort einen Kommentar zu den einzelnen Kostenpunkten einzuführen und können das dort auch tun.
Sonst gelten bitte bei den Kosteneingaben alle Regelungen, die es so gibt. Also es gibt einen Kostenleitfaden, der ist FFG-weit anzuwenden. Den finden Sie auch bei uns auf der Homepage, wenn Sie sich den schon anschauen wollen. Und im eCall-Set selbst gibt es auch sehr viele Eingabehilfen, Rechner und so weiter. Also bitte dieses Tool ruhig schon nützen, wenn Sie schon Entwürfe machen, und Sie können immer zwischenspeichern und sich Ihre Arbeit absichern. Ganz wichtig zur Projektgröße. Also pro Projekt haben wir eine maximale Förderhöhe eingeführt, um eben auch unser Budget besser zu verteilen. Und da sind wir bei 360.000 Euro. Also mehr Förderung gibt es nicht. Wenn man das dann koppelt mit den Fördersätzen, die möglich sind nach den Größen der Unternehmen, gehen dann folgende Gesamtkosten, also Konsortien mit Kleinunternehmen können bis zu 450.000 Euro einreichen, Gesamtkosten bei den Mittelunternehmen 514.000 und bei Großunternehmen, also Konsortien, wo Großunternehmen drinnen sind, bis zu 600.000. Und auch unsere Ausschreibungssumme ist begrenzt, das ist auch wichtig. Also wir haben wirklich vom Budget her ein gewisses Budget und müssen dann leider auch Projekte, wenn es sich dann nicht mehr ausgeht, vom Ranking her auch ablehnen. Vielleicht noch kurz zu den Kosten. Wie ich gesagt habe, wichtig ist dieser Kostenleitfaden, den Sie auch auf unseren ganzen Kanälen finden. Aber vielleicht nur jetzt spezifisch bei Bridge interessiert sich wahrscheinlich die Personalkosten. Also für das wissenschaftliche Personal orientieren wir uns auch und Sie wahrscheinlich auch an den FF-Stundensätzen oder am Kollektivvertrag, der bei Ihnen gilt. Also das ist für uns alles in Ordnung und wir sehen das als Richtsätze. Also wenn es leicht drüber ist, ist es auch für uns okay. Beim Verwertungspartner ganz wichtig, dass Sie dort die Ist-Kosten ansetzen. Also wenn Sie beim Personal haben Sie im eCall die Möglichkeit, das ist ein Lohnkostenrechner, ein Stundensatzrechner, da können Sie die Lohnkosten eingeben und bekommen da auch den Stundensatz, der bei uns auch ansetzbar ist. Die sonstigen Kosten, die so üblicherweise angesetzt werden, ist die Infrastruktur, die Kosten für mögliche Drittleistungen. Also es gibt immer wieder die Frage, ob zum Beispiel gewisse Prüfungen, die man braucht, aber nicht im Haus macht, ausgelagert werden können. So ist es auch möglich. Darf natürlich nicht einen hohen Anteil haben, weil es wichtig ist, dass Sie die wissenschaftliche Tätigkeit durchführen. Sachen Materialkosten, was Ihnen so anfällt, natürlich wichtig hier, das müssen spezifische Sachen sein für das Projektthema. Alle Dinge, die so allgemein sind, sind über diesen Gemeinkostensatz, der Ihnen da automatisch eigentlich durch den eCall auch berechnet wird, sind die dort drinnen. Also alle allgemeinen Kosten, Verwaltungskosten, Betriebskosten und so weiter, das ist alles dort drinnen. Auch Reisekosten akzeptieren wir. Da gibt es auch immer wieder Fragen. Also wir sind auch prinzipiell dafür, dass Sie auch auf Konferenzen fahren, dort sich Inputs für das Thema holen oder auch mit anderen sich austauschen und in dem Projekt fällt. Es ist uns aber wichtig, dass es nicht zu viele Reisen sind. Also es sollen natürlich die Reisekosten auch in einem gewissen Maße bleiben, weil wir schon wollen, dass Sie hauptsächlich forschen. Und Kosten für Patentanmeldungen können die Unternehmenspartner anführen. Hier ist ganz wichtig, das gilt auch FFG-weit, Großunternehmen können keine Patentanmeldungen ansetzen. Und immer wichtig, diese Kosten geben Sie Ihre Planung im eCall beim Antrag an. Am Ende des Projektes wird das im Rahmen einer Prüfung durch unsere Auditabteilung dann auch überprüft. Das heißt, alle Kosten müssen auch nachgewiesen werden. Das heißt, bitte auch alles gut dokumentieren, die Rechnungen aufheben, weil es dann, wenn es dreijährige Projekte sind, doch über einen gewissen Zeitraum dann auch alles aufzubewahren ist. Gut, also nur vielleicht nochmal zusammengefasst für Sie ganz wichtige Punkte, der optimale Antrag. Also der, wie gesagt, formal bitte vollständig, das heißt 23 Seiten maximal, schauen Sie auf die richtige Schriftart, dass alle Punkte ausgefüllt sind, dass alle Kosten beschrieben sind, die Partner beschrieben sind, dass die Hochwertigkeit des Projektes vorhanden ist, ja, also den wissenschaftlichen Teil bitte gut darstellen. Die Brücke, dass das eine richtige Brücke ist. Also es gibt natürlich sehr viele Konstellationen,
wo man sich da vielleicht auch nicht sicher ist. Also denken Sie immer dran, wir möchten gerne neue Kooperationen, wenn Sie sich wirklich als Wissenschaftler in Unternehmen finden und denken, das wäre etwas, was sehr gut zu unserem Thema passt, die können auch davon profitieren und dann kooperiert man. Natürlich ist Österreich nicht sehr groß. Es gibt sehr viele Firmen und Partner, wissenschaftliche Partner, die sich schon kennen. Auch hier ist es möglich, dass Sie Einreichungen machen. Schauen Sie nur drauf, dass es hier keine personellen Verflechtungen gibt. So etwas gibt es immer wieder, dass Personen dann auf beiden Seiten arbeiten. Das ist für uns keine gute Brücke, weil da würden Sie quasi mit sich selbst kooperieren. Also bitte da schauen auf eine klare Abgrenzung. Und weil auch da Fragen kommen werden, also neue Kooperationen haben bei uns jetzt, wenn die Projekte ähnlich qualitativ sind inhaltlich, haben neue immer Vorrang in der Förderung, weil das unser Programmziel ist. Aber natürlich im Ranking, wenn Sie ein gutes, sehr gutes Projekt haben, kann es trotzdem noch sehr möglich sein, dass Sie auch gefördert werden, wenn Sie sich schon kennen. Wie gesagt, in Österreich kennen sich fast alle eh auch. Also wir berücksichtigen das natürlich, aber unser Programmziel wäre es, wenn es ganz neue Kooperationen auch gefördert werden. Sonst glaube ich, habe ich hier auch schon alles gesagt. Vielleicht noch kurz zum Evaluierungsprozess, der dann erfolgt, sobald Sie dann eingereicht haben. Wir starten dann im September mit den Begutachtungen. Also wir haben ja zwei Seiten. Wir haben die externe Seite für uns, also wir werden internationale Gutachterinnen suchen, die nicht in Österreich sind. Sie können, im eCall gibt es ein Feld, dass Sie auch, wenn Sie gewisse Bedenken haben gegen gewisse Personen, weil Ihnen das auch wegen der Inhalte auch nicht recht ist und so weiter, können Sie auch dort ausschließen. Das berücksichtigen wir. Und was wir auch haben, ist, dass wir intern einen inhaltlichen, also einen technischen und einen wirtschaftlichen Experten oder Expertin haben, die auch ihr Projekt begutachten. Unsere Kriterien, also Sie können das im Leitfaden noch sehr detailliert auch lesen, was sind die Kriterien, aber die Hauptkriterien, ganz wichtig, der Innovationsgehalt, die wissenschaftliche Exzellenz, die Methodik, wie ist die Zeit- und Kostenplanung, aber auch das ökonomische Potenzial. Also wir wollen ja auch sehen, dass eine langfristige Verwertung möglich ist. Wie sind sie geeignet? Also da geht es schon auch um die Qualität der Forscher, aber auch um die Eignung der Unternehmen. Wie passen die Unternehmen auch ins Konsortium? Das geht auch wirklich in die Richtung, dass die Unternehmen natürlich schon passen sollen und auch in späterer Folge das Produkt oder die Dienstleistung, was auch immer entwickelt wird, auch verwerten können. Also das ist auch so die Untereignung gemeint. Auch die finanzielle Eignung der Unternehmen, vielleicht da nur dazu zu sagen, die Restfinanzierung ist manchmal gar nicht vorhanden. Also Sie haben vielleicht keine Restfinanzierung oder nur eine geringe. Dennoch müssen wir uns natürlich anschauen, ob die Unternehmenspartner auch eine gute Bonität haben, weil wir nicht wollen, dass Firmen dabei sind, die vielleicht in den 3 Jahren, wo sie forschen, dann in Konkurs gehen. Und dann hat natürlich der wissenschaftliche Partner oder alle anderen Partner auch ein Problem, weil in den seltensten Fällen dann ein Ersatz gefunden werden kann. Also falls es auch sonst vom Projekt her keine Kritikpunkte gibt, und das wäre aber etwas, kann auch vorkommen, und das ist auch etwas, was wir auch im Sinne der anderen Partner entscheiden, dass wir hier keine Ausfälle haben. Und der letzte Punkt, auch sehr wichtig, ist eben diese Programmrelevanz. Da ist uns diese Grundlagennähe sehr wichtig. Und was ich auch schon gesagt habe, die Qualität der Kooperation, wie ich gemeint habe, neue Kooperationen sind das, was wir uns auf jeden Fall wünschen. Wenn man sich schon kennt, ist auch okay. Aber natürlich geben wir den neuen Kooperationen dann den Vorrang. Wie ist dann die Entscheidung? Also nachdem die ganze Begutachtung abgeschlossen ist, gibt es eine Sitzung des Bridge-Beirats, der alle Projekte durchbespricht und dann an den Beirat der Basisprogramme eine Förderungsempfehlung abgibt, und dort wird dann die letzte Entscheidung gefällt. Wie geht es dann weiter? So im positiven Falle, ich spreche jetzt nur über den Fall, der negative Fall ist, dass Sie dieses Ablehnungsschreiben bekommen und Sie auf das hinaus dann für eine Wiedereinreichung sich das anschauen können und dann auch bei der Wiedereinreichung darauf Stellung
nehmen können. Bei einer Förderung bekommen sie dann ziemlich zeitnah nach der Beiratsentscheidung ein Förderangebot übermittelt. Das schauen Sie sich bitte an, weil sobald Sie das annehmen, ist es dann auch, dass es dann in einen Vertrag gewandelt wird und da kann man dann jetzt in diesen ersten Stufen nichts dran ändern. Also schauen Sie sich bitte genau an, ob die Fristen drinnen passen, ob die Zeiträume passen, ob die Partner, die Kostenverteilung, ob das alles eh auch so ist, wie Sie es beantragt haben. Selten passieren doch noch Fehler oder Übertragungsfehler. Bitte kontrollieren Sie das, lesen Sie auch die Bedingungen. Sie haben verschiedene Auflagen drinnen. Das eine, was ich schon erzählt habe, der Konsortialvertrag. Und dann kann es auch noch andere, also zum Beispiel, wenn Sie noch Anstellungen machen müssten, ist eher sehr selten. Aber es gibt manchmal auch ein paar inhaltliche Meilensteine, die der Beirat sich vielleicht noch wünscht, dass auch noch etwas nachgewiesen wird im Laufe des Projektes. Das ist aber relativ selten der Fall. Ja, und dann geht's los mit der Überweisung der ersten Rate. Sie haben dann im Vertrag verschiedene Termine drinnen, weil Sie Berichtspflichten haben. Üblicherweise bei einem dreijährigen Projekt schicken Sie nach jedem Jahr einen Zwischenbericht, machen dort eine Zwischenabrechnung im eCall. Alle Unterlagen dafür sind im eCall-System. Alles reichen Sie über den eCall ein. Und immer nach erfüllter Aufgabe, also nach erfülltem Bericht, nach positiv geprüftem Bericht und positiver Auflagenerfüllung, kommt dann die nächste Rate. Ganz wichtig, am Ende des Projektes schreiben Sie einen Endbericht, der ist auf jeden Fall ausführlicher als ein Zwischenbericht und machen die Endabrechnung. Und dann wird es möglicherweise eine Vor-Ort-Prüfung geben. Wir wissen natürlich nicht, wie das mit Corona dann aussieht, aber sagen wir mal so, in diesem Zeitraum sollte das dann möglich sein. Oder es gibt dann auch eine Prüfungsmöglichkeit, die man digital macht. Gut, vielleicht gibt es noch ein paar Fragen dann auch, wenn schon gefördert ist. Ich werde das nur schnell sagen, weil jetzt wird es wahrscheinlich sehr um Anträge gehen. Aber wenn Sie schon gefördert sind, können Sie auch Änderungen bekannt geben. Es kann Änderungen im Arbeitsplan, im Kostenplan geben oder auch Partner sich ändern. Sowas bitte uns immer mitteilen. Also Möglichkeiten sind im Zwischenbericht und über eCall-Nachrichten. Besser uns zu viel zu informieren als zu wenig. Bitte schauen Sie sich die Berichtsvorgaben an und auch die Termine. Es gibt bei uns ein automatisches Mahnsystem. Das heißt, wenn die Termine nicht eingehalten werden, kriegen Sie dann auch Mahnungen. Also da wäre es natürlich gut, wenn Sie die Termine einhalten können. Wenn nicht, bitte auch mit uns kommunizieren, wenn es irgendwelche Verzögerungen gibt. Um von Controlling her schauen Sie, dass Sie die Kosten sehr gut dokumentieren. Das heißt, dass Sie alle Kosten auch selbst bei sich oder auch vom Partner, das wird meistens schon getrennt gemacht wegen der Geheimhaltung, aber dass alle Partner eine gute Dokumentation machen, Stundenaufzeichnungen führen. Und wenn es denn die Prüfung ist, müssen natürlich von allen Partnern die Abrechnungen vorliegen. So, das war jetzt sehr viel Information im zweiten Teil. Ich glaube, es hat aber hoffentlich auch einige Fragen schon beantwortet. Vielleicht noch eine Frage, die im ersten Teil war mit der nächsten Ausschreibung. Die ist gerade offen, unsere 32. Ausschreibung. Sie wird am 2. September nach dem Sommer geschlossen um 12 Uhr. Bitte beachten Sie die Übertragungszeit im eCall. Es gibt es gibt ab und zu Fälle, wo die Übertragung länger gedauert hat und dann ist leider schon der Call zu. Also bitte nicht in den letzten Minuten. Also es wäre immer ganz gut, wenn Sie es doch mit einer gewissen Vorlaufzeit auch in den E-Call stellen. Die Sitzung wird dann vor Weihnachten sein, also am 2. Dezember. Da fahren Sie dann am nächsten Tag, voraussichtlich am nächsten Tag via eCall auch das Ergebnis. Also da steht dann wirklich drinnen, ob es eine Förderung gibt oder nicht. Und das Detail, also wie viel Förderung und so weiter, die Kosten und dieses Förderangebot erhalten Sie dann auch wahrscheinlich per eCall in den Tagen darauf. Von der Größenordnung her, wir sind wieder bei 5 bis 6 Millionen, die wir in dieser Sitzung vergeben möchten. Müssen natürlich jetzt auch schauen, wie die Budgetmöglichkeiten jetzt auch im Herbst dann ausschauen, aber das ist schon die Planung, die wir haben. Somit gibt es das, ist es ähnlich so groß wie im Herbst. Gut, ich glaube, meine Kollegen haben nämlich sehr fleißig, während ich gesprochen habe,
geschrieben. Gibt es irgendwelche Fragen? Soweit ich das sehe, haben wir jetzt eigentlich alle offenen Fragen beantwortet. Eine neue ist gekommen. Was ist unter Gender-Aspekt zu verstehen? Gender-Aspekte, ja, das ist etwas, was wir auch abfragen müssen. Das ist prinzipiell für die ganze FFG gleich. Gender-Aspekte gibt es zwei Richtungen oder zwei Dinge im Team. Also quasi gibt es hier eine quasi von der Zusammensetzung, gibt es ja eine branchenübliche Zusammensetzung, Männer und Frauen, oder ist da irgendjemand unter- oder überrepräsentiert? Da gibt es im Antrag gewisse Fragen dazu und dass wir das da darstellen. Und die zweite Richtung ist im Projektinhalt, ob hier Gender-Aspekte auch berücksichtigt worden sind. Also gibt es ja verschiedenste Ansätze, ob gewisse Produkte, die entwickelt werden, zum Beispiel, ob hier auch Gender-Aspekte dann auch beachtet wurden bei der Beforschung. Das gleich weiter. Da gibt es noch zu dem gleichen Thema auch die Frage, was betrifft die Klima- und Umweltauswirkung, weil es gibt einen Punkt im Antrag, wo das hinterfragt wird. Da wird gefragt, ob das Projekt oder die weitere Verwertung in irgendeiner Weise mit Klima- und Umweltauswirkungen allein hergeht. Müssen Sie überlegen, führt das Projekt zu einer Einsparung von Energie oder führt es zu einer Steigerung der Energie, führt es zu verminderten oder verstärkten Ressourcenverbrauch? Das sind wichtige Punkte, die vor allem in letzter Zeit immer stärker aus dem politischen Bereich nachgefragt werden. Ein weiterer Punkt ist, wo sind die Projekte veröffentlicht? Die Projekte werden überhaupt nicht veröffentlicht. Wir sind der Geheimhaltung verpflichtet. Das heißt, wenn Sie die Projekte veröffentlicht haben wollen, dann müssen Sie sich selber darum kümmern. Wenn von Seiten der FFG Projektinhalte veröffentlicht werden, dann nur mit Absprache und mit Genehmigung des Konsortiums. So, damit ist jetzt eigentlich soweit. Ich sehe alles. Okay. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Wir werden noch eine Zeit lang online sein und versuchen, wenn noch weitere schriftliche Fragen kommen, diese zu beantworten. Ich gebe jetzt wieder weiter an die Moderation. Ja, also vielleicht noch kurz unsere Kontaktdaten. Wenn Sie Fragen haben, melden Sie sich. Sie können auch gerne über die allgemeine Hotline bei uns auch anrufen in unseren Förderservice. Die machen auch gute Beratungen. Wenn Sie aber auch spezifische Fragen haben, bitte wenden Sie sich an uns. Sie haben ja auch unsere E-Mail-Adressen oder Sie rufen an. Ja, sonst ist es das Programm, was wir uns heute für Sie zusammengestellt haben. Wir hoffen, also es sind aus Erfahrung die wichtigsten Punkte, die für Sie relevant sind für die Einreichung. Es ist jetzt noch nicht mehr ganz ein Monat Zeit, bis die Ausschreibung geschlossen wird. Wenn Sie in dieser Zeit noch spezifische Fragen haben und so weiter, melden Sie sich bitte. Es gibt auch immer die Möglichkeit, uns zu schreiben. Und wir werden jetzt noch schauen, dass wir alles fertig bearbeiten. Und ja, sonst danken wir Ihnen wieder für die Aufmerksamkeit, für die zahlreichen Zuhörer und wünschen Ihnen noch einen schönen Sommer. Wiedersehen. Wiedersehen von meiner Seite auch.